Wahrlich ein spannender, aber auch gefährlicher Ort, dieses Pyramidia hier auf Etage 10. Wir versuchen, aus der Pyramide zu entkommen, müssen dabei jedoch den Gefahren trotzen. Was erwartet mich hier in diesem Raum? Hieroglyphen, wenn ich das richtig sehe. Und was ist das in der Mitte? Warte, das schauen wir uns doch gleich mal an. Ist es eine Waage? Warte mal. Was haben wir denn da überhaupt alles? Eine Springmaus? Ein Menschen oder auch ein Knuffenser? Gazelle? Löwe? Kroko? Kamel? Nashorn? Und Elefant? So, und was wollen sie haben? Kroko. Aua! Voll den Topf auf den Kopf. Okay, das kriegen wir doch hin, oder? Es hat ja fast gereicht. Wobei, muss ich Luigi vielleicht selber noch draufstellen? Sein Gewicht müsste ja theoretisch auch noch eine Rolle spielen, oder? Aber ich mach's jetzt mal mit dem Krug hier. So. Und dann mal schauen. Müssen ja auch mal gucken, wie viel das alles wiegt. Aber ich nehme mal an, ein Krug, ein Feld und ein... Warte, was? Was? Oh, verdammt. Jetzt auch noch auf Zeit, das Ganze. Okay, wir brauchen die Gazelle. Ich nehme mal an, diese Dinger hier, die nehmen zwei Einheiten ein. Also nehme ich mal eins runter. Wir gucken mal. Okay, Theorie ist richtig. Bleib dran. Elefant. Ah, okay, die Stacheln gehen aber auch immer wieder nach oben zurück, sollte man ein Rätsel gelöst haben. Dann brauche ich jetzt nochmal so ein Ding. Und einen Krug. Gibt es noch irgendwo einen Krug? Ja, da hinten links. Ist eigentlich eine sehr geile Idee, dieses Rätsel. Nein, der Krug ist kaputt gegangen, weil da eine Spinne drin war. Gibt es noch irgendwo einen anderen? Ja, aber der ist ein bisschen größer, oder? Warte, dann machen wir es doch anders. Dann nehmen wir den weg. Wobei, jetzt liegt der schon da. Ich probier's mal aus, ich probier's mal aus. Ansonsten nehmen wir die beiden Krüge weg. Ja, es passt gerade so. Holy shit. Klassiker mit den Stacheln, die von oben nach unten herunterfahren. Ah, das war's. Sieht so aus. Sehr, sehr geil. Aber man gerät da auch ein bisschen in Panik, finde ich. Ja, aber die Idee feiere ich auf jeden Fall. Es gibt nur irgendwie ziemlich wenig für die Düsterlampe und Luigi bislang. Ob sich das noch ändern wird? Mal sehen. Jetzt fahren wir erstmal die zweite Schlange aus. Noch reicht es nicht, um den Sand zu stapeln. Denn nur so werden wir vermutlich von hier entkommen können. Aber einen Raum gibt's ja auch. Und natürlich kommen wir hier nicht einfach so davon. Hab ich mir schon fast gedacht. Was? Der Lichtstrahl hat den nicht getroffen. Okay. Das ist enttäuschend vom Stroboblitz. Ich habe ihn extra ganz aufgeladen. Oh, Vorsicht. Da sind noch ein paar kleine. Dann lassen wir den großen lieber mal los. Kümmern uns um die. Mensch, was ist denn mit dem Stroboblitz jetzt los? Der sagt gerade komplett. Und der ganze Abfall hier. Das sperrt mir jetzt auch noch den Weg. Okay. Mit der Attacke können wir ihn kurz zurückschleudern. Aber das läuft mal so gar nicht nach Plan momentan. Es ist einfach zu viel Abfall in der Nähe. Schlag mal hier rüber, dann treffe ich vielleicht den einen oder anderen Kleinen noch. Nein. Ist mir nicht vergönnt. Mensch! Verschwindet! Man muss bei sowas sofort auf die Kleinen gehen. Komme, was wolle. Alles andere macht nur Probleme. Ja, und die Kämpfe liegen mir hier in der Pyramide wirklich nicht. Es lief draußen auch schon nicht so berauschend. Meine Güte. Ich glaube, so wenig Leben hatten wir noch nie. Aber vielleicht nicht schlecht. Boah, hier geht's direkt weiter. Mit drei Mumien oder sogar noch mehr.
Ach cool, man kann die auch mit dem Luftstoß umschmeißen, oder was? Ach, Tatsache, man muss die gar nicht gegen Wände oder so lenken. Das ist ja cool. Gut, anleuchten. Stampfsprung. Und dann liegen sie schon. Perfekt. So. Ein Wicht besiegt. Für den hat es jetzt leider nicht mehr gereicht zeitlich. Aber dann blenden wir ihn erneut. Stoßen ihn um. Und wickeln ihn auf. Oh, wo kommt denn der jetzt her? Der Greifer. Verflucht. Okay, mit perfektem Timing können wir ihn sofort besiegen. Und das hat diesmal geklappt. Oh, ich muss da weg, den Buhstein, Alter. Voll meine Phrasen. Auchi. Ja, aber ich würde es tatsächlich auch mal feiern, wenn wir richtig Low HP haben. Weil es gibt nämlich einen coolen Effekt in Luigi's Mansion 3. Wenn man wenig Leben hat, hört man Luigis Herzschlag. Und das finde ich wirklich ziemlich genial. Wir waren bislang aber so gut, dass wir das noch nie gehört haben. Vielleicht ist es jetzt gleich soweit. Oh, noch ein Greifer, really? Ah, konnte ihn noch nicht mal ganz bezwingen. Okay, Hunger für Luigi raus. Der Trick wirkt immer. Sag ich doch. So, nette Saru. Eine sehr gefährliche Pyramide. Ihr seht, ich lüge nicht. Und was haben wir hier für ein Klopapier? Ernsthaft, da ist eine Toilette drin? Nee. Geiler Scherz. Oh, nee. Da konnte ich jetzt gar nicht mal ausweichen und es war eine Falle. Okay, schnell. Bind ihn auseinander. Vielleicht ist das ein Edelsteingeist oder ein Geldgeist. Nee. Nur der Greifer. Und der denkt sich einfach mal, ja, ich versteck mich in der Wand. Da kriegst du mich ohnehin nicht. Ist zwar nicht sehr fair, aber als ob die Geister fair wären, ne? Was ging denn jetzt schon wieder schief? Konnte plötzlich nicht mehr schlagen. Ich glaube, wegen der folgenden Sequenz da. Aber die Steine, die rollen doch die ganze Zeit. Und Entschuldigung, Luigi, es war nicht gewollt. Ja, cool. Gerade konnte ich mich bei dabei auch nicht bewegen. Es ist zwar schön, dass du dich freust, Luigi, aber du solltest vielleicht nicht unbedingt im Weg rumstehen. Aber beim nächsten Treffer sind wir erledigt. Aber jetzt hört man wenigstens mal, was ich meinte. Luigis Herzschlag. Dass dieser Stein auch gleich 30 Leben abzieht, ist krass, ne? Nur wirklich unfair, dass man sich jetzt hier zweimal nicht bewegen konnte. Also, was soll ich denn machen? Ah. Quasi 50 Leben, unrechtmäßig verloren. Wie gut, dass das Spiel so großzügig mit Herzen ist. Ja, und je weniger Leben man hat, desto lauter und schneller schlägt das Herz. Das feiere ich sehr. Was ist denn das da oben? Kommt da auch noch was rein? Dann muss ich noch irgendwo einen Kreuzschlüssel finden. Wo ist denn der? Sehen wir mal weiter. Aber auch das eine coole Idee. Und natürlich eine weitere Falle. Giftgas? Haben sie hier den Adi beerdigt oder was? Ach du Scheiße. Okay, Kugel. Gibt hier aber viele Herzen. Viereck. Sau cool, ey. Bin aber wahrscheinlich auch der Einzige, der sich freut. Wenn er von Giftgas überrascht wird.
Einfach weil ich die Idee so klasse finde. Warte mal, vielleicht ist in der Truhe ja kein Schatz, sondern ein Schlüssel. Ah, beides! Noch ein Viereck, okay. Wo gehört das rein? Da. Schnell weitersuchen, Herz einsammeln. Vielleicht auch im Krug. Schau mal im Krug nach, Luigi. Mach schon! Ist da was drin? Ja! Dreieck. Gehört dahin. Hinten ist auch noch ein Krug. Mach den auf. Schnell. Wir brauchen noch einen Kreis. Schneller! Nein, da ist nichts drin, aber ein Herz. Huste nicht so! Ich weiß, das tut weh. Aber du musst dich konzentrieren. In Bewegung bleiben. Schieß doch! Okay, sitzt. Eine Kugel noch. Es fehlt nur noch eine Kugel. Die wird wahrscheinlich hier sein. Ja. Nein, logisch betrachtet schon. So, und jetzt? Puh. Gerade noch geschafft, du. Einfach nur geil, die Räume hier. Richtig schöne, realistische Nachbildung einer Pyramide. Einer krassen Pyramide bei all den Fallen. So wollen wir das doch haben. Ja, aber es gibt wirklich genug Herzen. Sterben wird hier, denke ich, keiner. Oder zumindest die wenigsten. Wo ist jetzt aber dieser letzte Schlüssel? Weil ich bin sicher, wir brauchen noch so einen Kreuzschlüssel für den Anfang da. Ah, da ist er ja! Da ist er ja. Aber lasst uns erstmal hier dran ziehen. Damit wird's wohl wieder raufgehen zu Cleopatra. Na, das sieht doch gut aus. Jetzt hoffe ich nur, dass wir diesmal nicht wieder von Geistern überrascht werden, die Stress wollen. Denn so langsam aber sicher gehen die mir auf den Sack. Was war das denn? Jetzt passt's. Ah, Edelstein. Wir haben schon sehr viele. Um genau zu sein, fehlt nur noch einer. Oh. Warum kommt denn aus dem so viel Geld raus? Jetzt ist aber genug. Kumpane. Schluss. Ach, ein Geldgeist ist das. Ja. Wunderbar. Wir haben allerdings draußen einen entkommen lassen. Das soll nicht nochmal passieren. Deswegen sauge ich ihn jetzt erstmal auf. Das sollte man immer so machen. Einmal draufhauen ohne Ende. Das Geld einsammeln. Ihn dann schnell verfolgen und zweimal draufhauen. Und beim zweiten Mal eben nicht einsammeln, sondern erst besiegen und dann alles aufklauben. Ja, das scheint mir eine recht gute Idee zu sein. So, haben wir noch was in dem Raum hier? Nee, oder? Ich denke, das war's. Schauen wir doch mal hier. Da füllt sich nun alles mit Sand. Wie es ausschaut, müssen wir einfach nur hier verbleiben. Und abwarten. Bis wir wieder nach oben kommen. Dachte ich. Tatsache ist eine andere. Geister greifen an! Aber gut, sonst wäre mir ja auch langweilig geworden, nicht wahr? Wow, es müssen aber nicht gleich so viele sein. Na komm. Wenn mich jetzt allerdings ein Greifer erwischt, was mache ich dann? Na gut, die haben das schon gesehen und sind zurückgewichen. Da kommen sie, Luigi. Lenk sie für mich ab.
Gleich beide auf einmal. Mega nice. Schön auf den roten noch draufkloppen. Perfekt. Die Stampfattacke kannst du dir sparen, Junge. Im Sand hat das, glaube ich, eher keine Wirkung. Zeig dich! Wir machen Schluss. Steigt das noch weiter? Nee, oder? Dann habe ich ja noch alle Zeit der Welt, mir die Krüge hier genauer anzusehen, oder ist hier gar nichts drin? Ich glaube, die sind nur Deko. Ja. Okay. Vielleicht auf der anderen Seite noch was? Wie gesagt, für die Düsterlampe gab es bisher kaum was. Aber ich weiß auch nicht, ob ich vielleicht den letzten Edelstein übersehen habe. Ich meine, wir sind ja gleich wieder bei Cleopatra. Manchmal kann man aber auch nicht alle beim ersten Besuch bekommen. Naja, wir schauen mal. Wir müssen ja so oder so nochmal in jede Etage zurück, um die Gurus einzusammeln. Und währenddessen können wir auch dann den ganzen Rest erledigen. So, das sieht doch auch sehr verdächtig aus hier. Aha. So, jetzt passt's. Dreimal eine kleine Eistüte. Gibt aber auch nur ein paar Moneten. Ja, ja, das war ja klar. Dass das eine Falle ist, war ja klar. Oh mein Gott. Beeil dich, Luigi. Ich glaube, ich verzichte auf die letzten Geldscheine. Weil das war mir deutlich zu knapp. Boah, so viele Spinnen. Bei den Riesenspinnen jetzt aber auch kein Wunder. Jetzt lass mich raten, wir können hier den Krug anzünden oder... Ja, ja, okay, so eine Fackel bekommen. Der Weg ist frei. Nimm die Pose ein. Nee, nee, schon richtig. Ja, ja, das habe ich mir gedacht. Sehr cool. Und da sind wir wieder. Meine Liebe. Ich glaube, wir sollten uns mal bei einem Teechen unterhalten. Wo willst du hin? Ja, typisch. Erst machst du mich horny und dann lockst du mich in eine Falle. Aber krass. Das hat ja schon fast Hauptboss-Charakter hier. Was kann ich gegen sie machen? Ah, Sand absaugen. Das Gesicht ab... What? Okay. Schlangen sind benommen, wir können weiter saugen. In Bewegung bleiben. Saugen, saugen. Aber was musst du denn noch absaugen? Ich hab ihr Gesicht doch schon abgesaugt. Alter, wie geil ist der Boss? Nach einer Attacke ist sie kurz benommen, wie es scheint. Ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Also ich konnte ihr Gesicht absaugen. Aber mehr auch nicht. Hinten am Rücken noch. Aber ich habe das Gefühl... Ja, ja, ich habe das Gefühl, ich sauge stetig was... Oh, oh. Okay. Jetzt habe ich dich. Alles klar. Das war schon richtig. Man saugt stetig was ab. Aber man schafft es halt nicht in ein, zwei Durchgängen, sondern man braucht drei, vier. Ist schon richtig so. Soll ja ein krasser Boss sein. Boah, wie böse sie guckt.
Gesicht ist schon weg. Super. Weiter so. Boah. Die Fäuste aus Super Mario 64 oder Mario Odyssey oder was? Fehlt ja nur noch, dass sie einen ägyptischen Gott ruft. Anubis oder so. Boah, wie geil wäre das? Aber ich glaube, das würde Nintendo aus Respekt der Kultur nicht machen. Wobei, sie bringen ja selbst Cleopatra. Oh nein! Diese Schlangen finde ich wirklich saugefährlich, weil du weißt nicht, wie du dich verhalten sollst. Wenn du nah am Sandkörper dran bist, wirst du getroffen. Wenn du wegziehst, wirst du getroffen. Wie habe ich denn das gemacht, dass die vorhin so benommen waren? Ich glaube, die müssen auf den Boden einschlagen, ne? Wo ich bereits Sand abgesaugt habe. Ja, okay. Genau so ist es. Ah, shit. Dämlich reingelaufen. Hä? Was hat mich denn jetzt getroffen? Ich war doch noch voll weit weg eigentlich, ne? Ja gut, die Attacke ist so ziemlich die wirkungsloseste. Das werte ich auch eher als Verzweiflung ihrerseits. Ja, einmal noch. Finden wir vielleicht noch irgendwo ein Herzchen? Nee? Schade. Ich glaube, jetzt kommen als erstes wieder die Fäuste, oder? Ich halte mal etwas mehr Sicherheitsabstand als zuletzt. Wenn es recht ist. Ja, ja, da kommen sie schon angeflogen, die Fäuste. Aber die können wir ja einfach mit dem Stampfer zerstören. Oh, es sei denn, die fliegen so wie diese hier. Ich sehe nichts. Aber der Sauger wird schon regeln. Oh, Druckwelle. Okay. Drüber gesprungen und jetzt saug, 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 saug. Weiter. Ich weiß echt nicht, ob man immer rundherum saugen muss, also verschiedene Stellen. Oder ob es reicht, einfach permanent ins Gesicht zu saugen. Weil ich traue mich jetzt nicht mehr so herumzurennen wie davor. Das ging häufig schief. Ey, die kriegen mich ja trotzdem. Verflixt. Heute werden wir echt ein bisschen zerstört, ne? Aber es ist auch eine coole Etage und ein cooler Boss. Jetzt sieht es aber ganz gut aus. Die Deckung ist zunichte. Da kannst du noch so sehr schreien. Jetzt saugen wir dich ein. Sie nimmt extra noch ihre Sarkophag-Pose ein. Sehr geil. Ja, das war mal ein Boss, der wirklich gut gefordert hat, auch weil nicht ganz klar war, wie man da jetzt explizit vorgehen soll. Aber ich glaube, es reicht tatsächlich einfach permanent zu saugen. Man muss nicht rundherum saugen. Einfach schön draufhalten. Tada! Etage 11 kann nun aufgesucht werden. Aber vielleicht suchen wir lieber erstmal den letzten Edelstein. Ich glaube, ich hab da was. Schon relativ schnell drauf gestoßen. Weil ich mir jetzt so dachte, ja, in welchem Raum gab es noch keinen Edelstein? Und da gibt es nicht viel Auswahl. Ist es hier? Ja. Okay. Sind wir wohl ein bisschen zu schnell von hier abgedüst, wa? Und weil wir noch etwas Zeit haben, habe ich mir gedacht, schnappen wir uns einen weiteren Buu. Dazu bin ich hier auf Etage 6 gegangen. Und suche ihn jetzt. Ich bin mir ziemlich sicher, er befindet sich entweder hier oder in der anderen Ritterrüstung, aber die Vibration ist bei der noch ein Ticken stärker, meiner Meinung nach. Schauen wir nach, ob das stimmt. Ja. Mein Name ist Ritterbu. Lass uns ein ehrenhaftes Duell bestreiten. Na dann sei ehrenhaft und lass dich von mir einsaugen. Was ist? Da ist er. Ich darf jetzt...
halt, naja, ich muss gucken, dass ich ihn nicht zu nah an den Stacheln einsauge, weil sonst habe ich davon wenig. Okay, das hat gerade so hingehauen. Und jetzt wirst du verkloppt, Alter, yeah! Goldbarren sind meine. Es sei denn, sie fallen hinunter. Also ist jetzt nicht der beste Ort, um gegen einen Buhu zu kämpfen, aber ich kann mir ja leider nicht aussuchen, wo der ist. Das entscheidet ja er ganz alleine. Ich muss es so hinnehmen, wie es kommt. Und wir haben ihn. Zack. Damit wäre auch die 6. Etage das Spukschloss. Nun zu 100% abgeschlossen. Wir haben alle Juwelen, wir haben den Buhu. Und wir hatten heute auch wieder jede Menge Spaß. Auch wenn es heute durchaus mal etwas knapper war, aber das darf man ja auch erwarten. Im Kampf gegen einen Kleopatra-Klon, nicht wahr? Dann danke fürs Ansehen, liken, kommentieren. In der nächsten Folge geht's auf eine neue Etage.